Hi YouTube, was geht ab? Hier ist euer Novi und ich begrüße euch hier auf meinem Channel. Wir haben heute Mousecraft angesagt, also bei uns ist heute Mousecraft angesagt und wir machen Runde 41 bis 50, das ist unser fünftes Video. Also ich würde sagen, wir legen gleich mal los, wir nehmen diesen Sprengwürfel, der kommt hier hin. Dann nehmen wir den nächsten Sprengwürfel oder den nächsten Sprengblock, den drehen wir, machen den so hin. Dann kommt der Stein hier hin. Der kommt hier unten rein, genau. Bingo. So, jetzt lassen wir die Mäuse frei. Kurze Pause. Wir haben eine Bombe erhalten. Und jetzt sprengen wir den hier. Pause aus wieder. Sehr gut. Alle drei Kristalle. Und die Mäuse sind safe. Sehr schön. Yes! Okay. Ah ja. Als erstes den Gummiklotz hier hin. Dann diesen brüchigen, eckigen Stein hier hin. Dann diesen eckigen Stein hier hin. Den Stein, so lassen wir ihn, ohne zu drehen, der kommt hier hin. Und der Stein kommt hier hin. So Leute. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Wir starten jetzt die Runde. Und sobald die Maus die Bombe hat, drücken wir Pause. Und sprengen den Stein hier. Pause wieder aus. So. Hat doch funktioniert. Und wir haben einen neuen Baustein. Einen elektrischen. Oder mit also Strom. Ein Stromstein. Elektroblock, okay. Extrem tödlich. Vernichtet Nager bei Berührung sofort mit einem Starkstromschlag. Wasserhindernisse leiten Elektrizität. Okay. So. Und wir haben eine perfekte Runde. Ab zur nächsten. Das ist eigentlich eine Einführungsrunde, die geht ziemlich schnell. Am besten nehmt ihr erst diese TNT-Klotz. Also diesen explosiven Klotz. Und ja, kann man so lassen. Und setzt ihn ja gerade einfach hier außen rum. Okay. So, dann nehmen wir den hier. Der kommt hier hin. Der kommt hier hin. Und den behalten wir noch. Jetzt lassen wir erst die Mäuse frei. Drücken Pause, weil die erste Bombe erreicht ist. Sprengen diesen Elektroklotz, damit sich die Mäuse nicht wehtun. Also nicht sterben, wenn sie ihn berühren. Nehmen den, drücken Pause. Nochmal Pause. Jetzt drehen den. Ah! Nein. Zurück. Ich habe den Schäden fast auf die Mäuse fallen lassen. So, hier kommt er hin. Pause wieder aus. So. Genau, perfekt. Ja, okay, kann man, ich brauche keine Pause zu machen. So. Wir haben unseren Kristall und die Mäuse sind im Ziel. Und haben somit eine perfekte Runde. Und es geht wieder weiter. Und, ah ja. Der erste Stein nehmen wir, der kommt hier hin. Dann nehmen wir den nebendran, den zweiten. Diesen spiegelverkehrten. Den nehmen wir, drehen den einmal so und dann kommt er so hin, okay? So, sieht alles schon mal gut aus. Ja, jetzt können wir die Mäuse laufen lassen. So. Die Mäuse marschieren zurück und dann setzen wir den Stein hier hin, okay? Und wieder eine perfekte Runde. Klasse. Okay. Ah ja, wir nehmen erst den hier. Der kommt hier hin. Dann nehmen wir... ja, ich muss ein bisschen überlegen. Ja, der kommt hier hin. Den drehen wir aber so. Der kommt hier und so hin. Dann den. Der kommt hier hin.
Genau. Und den nehmen wir, drehen den so, der kommt dann hier so hin. Dann haben wir noch den Stein, aber den behalten wir noch. Ja, und jetzt lassen wir die Mäuse frei. Aber wir müssen aber noch den hier sprengen, okay? Und schon ist es passiert. Jetzt haben wir wieder eine Bombe. Jetzt gehen wir her. Drücken kurz Pause. Nehmen, ja, genau der richtige. Sprengen den. Der eckige Stein oder dieser komische Stein kommt runter. Und die Mäuse können nach oben gehen und können den anderen, also den dritten Kristall holen. Und jetzt gehen wir einfach her und setzen hier den Stein hier rein. Und die Mäuse können hoch zu dem Käse. Und wir haben wieder eine perfekte Runde. Ab in die nächste. Okay. Ist auch ziemlich einfach. Wir nehmen erst diesen elektrischen, setzen den hier hin. Okay, dann nehmen wir den zweiten elektrischen, drehen den so. Können auch so drehen, egal. Setzen den hier ab, dann nehmen wir den, drehen den hier. Also so. Setzen den hier hin, dann nehmen wir den hier und der kommt hier hin. So, jetzt müsst ihr die Mäuse freilassen. Und sobald die dritte Maus, und zwar jetzt runterspringt, drückt ihr Pause, sprengt den unteren Stein, Pause wieder aus. Somit rutscht das ganze Paket runter und die Mäuse können zurück und können dann nach unten gehen. Und wir haben alle drei Kristalle und alle drei Mäuse sind im Ziel angekommen und wir haben wieder eine perfekte Runde. Okay. Ah ja. Ihr nehmt erst diesen langen, setzt den hier hin. Okay. Dann geht ihr her und nehmt den hier und dreht den so, setzt den hier ab. Dann nehmt ihr den, dreht den so und dann setzt ihr hier hin. Okay. So, und jetzt müsst ihr die Mäuse freilassen. Jetzt nehmt ihr den hier, dreht den so und setzt den hier ab. So. Jetzt könnt ihr mit der Pause drücken. Nehmt den Stein, setzt den hier hin. Pause wieder aus. Jetzt haben wir eine Bombe und können diesen elektrischen Stein da unten sprengen. So. Und hier im Wasser ist noch eine Bombe, falls ihr die vielleicht noch nicht gesehen habt. Jetzt haben wir die Bombe und können den Stein hier sprengen. Das ist nämlich das letzte Hindernis. Und unsere drei Mäuse sind safe. Super. Perfekt. Und wir sind schon in Runde 48. Das geht heute mal wieder flott. So, als erstes gehen wir her, nehmen den hier, setzen den hier hin. Na, Quatsch. Ihr habt doch gewusst, ich hab den kleinen Fehler. Hier, der kommt hier hin. Der kommt hier hin. Okay. Der hier kommt hier hin. Den drehen wir so und dann kommt der hier so hin. Jetzt lassen wir die Mäuse frei. Und sobald die erste Maus bei der Bombe ist, da hinten, und die nimmt, drücken wir einfach Pause. Und zwar jetzt. Dann sprengen wir diesen elektrischen Stein, okay. Pause wieder aus. Genial. Und wieder eine perfekte Runde und ab in Runde 49. So. Ihr nehmt diese viereckigen TNT-Würfel, also diese Sprengstoffwürfel. Alle beide. Setzt die hier hin. Dann geht ihr her, nehmt den Stein, das kommt hier hin. Und jetzt lassen wir die Mäuse frei, okay? So, jetzt nehmen wir den Stein hier. Und drücken Pause und setzen den Stein hier hin, okay? Pause wieder aus. So. Jetzt gehen wir her, nehmen die Bomben und sprengen diese elektrischen Steine. Und lassen jetzt die Mäuse, die zwei letzten, nach hinten laufen. Nehmen den hier und setzen den hier hin. Die holen sich somit den vierten Kristall und sind am Ziel. Hammerhart, hä? Und wieder eine perfekte Runde. Ah, und wir sind schon Runde 50. Checkpoint. Okay.
kurz. Ah ja, wir nehmen den hier, der kommt hier hin. Dann gehen wir her und ganz kurz, Sekunde, ich muss mal ganz kurz überlegen. Ah ja, okay. Wir lassen jetzt schon die Mäuse frei. Nicht wundern, aber wir müssen die drei Sachen noch nicht verwenden. Aber passt mal gut auf, wenn ich jetzt sage, und zwar jetzt drücken wir nämlich Pause. Setzen diesen TNT-Stein hier hin. Pause wieder aus. Drücken wieder Pause, sobald die erste Maus diese Bombe aufnimmt. Sprengen den hier. Pause wieder aus. Jetzt können wir sie kurz laufen lassen, also schnell laufen lassen, die Mäuse. Drücken wieder Pause. Haben noch eine Bombe genommen, die hier links außen saß, weil lag. Sprengen den hier. So, jetzt können wir hergehen und können hier den hier einsetzen. Dann müssen die Mäuse später nicht mehr durchs Wasser hier, an der Stelle. Dann drücken wir kurz Pause, weil wir die dritte Bombe haben. Sprengen den Stein. Holen uns den letzten Kristall. Die zwei Mäuse müssen zurücklaufen. Macht aber gar nichts. Dann nehmen wir den Stein, drehen den hier. Nehmen den Stein und setzen den hier hin. Das war's. Und wir haben eine perfekte Runde. Wir sind in Runde 50 angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und wenn es geht, gebt mir mal ein Abo, okay? Super, vielen Dank. Ich bin raus. Bis dann, euer Novi. Tschüss.